Bei mir ist das Bier billig. Oh, hier können wir sogar königlich schlafen. Auch wenn wir es momentan nicht wirklich brauchen. Und einkaufen. Na, das ist doch gut. Verkaufen wir mal ein bisschen Kleinkram, den wir noch eingesammelt haben. Die Feuerschutzrobe. Ja, was soll's. Ah, hier können wir die Harzzöpfe verkaufen. Ist nur fraglich, ob es nicht irgendwo anders dafür mehr gibt. Also bei den... in der Kaserne oder so. Irgendjemand wird hier wohl ein Kopfgeld auf Räuber ausgesetzt haben. Also behalten wir die erstmal. Döner hier noch was? Ah, ich habe vergessen, ihr die Armschoner zu geben. Und was hat er im Angebot? Oh, ein Bastardschwert plus 1. Genial. 3000 Goldmünzen. Nicht so genial. Streitaxt plus 1. Ist es einhändig? Von ungefähr 1,2 Meter Länge. Müsste eigentlich dann zweihändig sein, oder? Das wäre das Richtige für Minsk. Auch magisch, aber 1800 Goldmünzen ist schon viel. Haben wir halt momentan nicht. Aber gut zu wissen, dass wir hier können. Na gut, schlafen wir erstmal. Sonst meckern die anderen auch noch. So, und jetzt schaut sich Imoen mal ein bisschen um. Wir suchen einen was auch immer namens Transik. Ich gehe mal davon aus, dass er ein Mensch ist. Wir fragen mal den Koch. Heda, raus aus meiner Küche. Ihr macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Ja, das sind bestimmt keine Rüpel wie hier an der Tür. Was ist mit dir? Habt ihr von diesen Abenteurern aus Naschkel gehört? Sie haben 1000 Kobolde umgebracht. Die müssen mindestens 7 Meter groß sein. Ja, ich weiß auch, dass das lächerlich ist, aber Geschichten werden doch bei jedem Erzählen besser. Ja, 1000 waren es wirklich nicht, aber so an die 100 bestimmt. Und Gerogon ist auch ein großer. 2 Meter ist er bestimmt. 99 Humpen hängen an der Wand. 99 Humpen hängen an der Wand. Ja, das ist das 99 Bottles of Beer on the Wall. Lustiges Trinklied. Obwohl das da weggehört. Naja, egal. Können wir vielleicht mit dem anderen Kumpel noch reden? Hey, klick nicht auf mich! Ich will keinen Ärger! Hey, klick nicht auf mich! Ich will keinen Ärger? Wie geil. Solche Anspielungen gibt es aber auch öfters. Auch Edwin, einen anderen Charakter, wenn man den anspricht, dann sagt er, irgendwann werde ich diese Mausklick-Magie noch meistern und dann werde ich es dir zeigen oder so in der Richtung. Das ist ganz cool. Also Baldur's Gate ist zwar teilweise recht düster, auch mit den Hintergrundgeschichten der Charaktere oder so, aber solche Sachen lockern das dann halt auf. Oh, hallo. Ich bestehe darauf, dass ihr euch für eine Weile zu mir gesellt. Na gut. Wenn mir eine Dame einen Trank anbietet, wie kann ich da ablehnen? Ihr seid wirklich der Lustigste in der Gruppe. Die Lustigste. Sie hat den Gürtel noch nicht angezogen. Das alles erinnert mich an eine Zeit, als Betsy und ich noch... Oh, ich bin ja so dumm. Ich kenne doch gar keine Betsy. Hehe, Hicks, who? Ja, betrunkene Adelige. Gibt nichts Besseres. So, dann schauen wir mal nach oben, weil hier unten scheint dieser Transik nicht zu sein. Oder haben wir mit dir schon gesprochen? Ja. Du bist der grölende Sänger. Die am Tisch. Was ist mit euch? Etwas Seltsames habe ich noch nie gehört. Die Bande ließ mich als tot zurück und ein Fremder hat mich geheilt. Er hatte das schrecklichste Antlitz, das ich jemals gesehen habe, aber sein Verhalten war tadellos. Geheilt, hm? Dritzt kann das eigentlich nicht gewesen sein. Wer dann? Ah. Andere Dunkelelfe. Heda, seid ihr nicht die Söldner, die die Minen von Naschkel gerettet haben? Gut gemacht, wenn ihr es seid. Wir brauchen mehr Leute wie euch. Macht ihr jetzt den Banditen hier Schwierigkeiten? Das wäre nicht schlecht. Da würdet ihr viele Leute glücklich machen. Ja, das ist der Plan. Wenn du mir sagst, wo ein gewisser Transik ist, dann können wir damit auch weitermachen. So, was ist hier oben? Kurz mal abspeichern. Zack.
Und sieht so aus, als ob sie Ärger wollen. Den können sie haben. Okay. Dubiose Gestalt. Holen wir mal den Rest der Gruppe. Sieht so aus, als ob die da Ärger wollen. Den können sie haben. Und er redet mit sich selbst. Wirklich komischer Typ. So, alle Mann rein da. Bist du transig? Warum stört ihr mich? Könnt ihr nicht sehen, dass ich dabei bin, so schnell wie möglich aus dieser verdammten Stadt rauszukommen? Oh, er ist also doch schnell auf der Flucht gewesen. Die eine Woche Vorlaufzeit, die wir ihm gegeben haben, haben wohl nicht gereicht. Was nehmen wir denn mal? Ja, halt keine Bewegung. Wir wissen, was ihr vorhabt. Ergebt euch und sagt die Wahrheit. Ihr wisst, was ich anstellen will, ja? Aber vielleicht wisst ihr noch nichts von meinen magischen Fähigkeiten. Egal wie stark deine magischen Fähigkeiten sind, wenn alle Leute, die hier um dich rumstehen, einmal auf dich reinschlagen, dann kannst du nicht zaubern. Na gut, vielleicht glaubt ihr mir ja nicht, aber wenn ihr hier nicht innerhalb von 5 Sekunden verschwindet, niete ich euch um, dass euch Hören und Sehen vergeht. Genau, wir lassen ihn einfach gehen, weil er sagt, er ist ein Magier. Vor einem Magier fürchten wir uns nicht. Wenn ihr kämpfen wollt, nur zu. Ich habe euch gewarnt. Jetzt werdet ihr zahlen müssen. So. Alle Mann. Rauf da. Dünner hier. Magisches Geschoss. Zum Unterbrechen. Immun genauso. Auch wenn ich denke, dass der Stab bald mal alle sein müsste. Was haben wir noch? Eine Segnung werden wir nicht brauchen. Magier haben immer eine recht hohe Rüstungsklasse. Das heißt, sie sind leicht zu treffen. Also auch rauf da. Ja, das sieht doch gut aus. Der Schaden kommt gut rüber. Ja, so viel zum Meistermagier. Jetzt kann er zwar nicht mehr sprechen, aber er hat bestimmt irgendwelche Notizen bei sich. Ah, ein neuer Stab für Immun. So, dann gucken wir nochmal. Und noch einen Ring. Den bekommt jetzt aber... Oh, Shahira bekommt den. Die hat auch noch recht hohe Rüstungsklasse. Ja, ist auch ein magischer Ring plus 1. So, ein bisschen Gold, einen Stab lassen wir liegen, das geben wir mal Dünner hier. Muss Vorgebrauch infiziert werden. Ja, ärgerlich. Ja, weil immerhin kann mit 2 Stäben eh nichts anfangen. Man kann ja nur einen benutzen, dann muss man eh warten, bis man wieder neu zaubern kann mit dem Stab. Also wäre es für sie besser. Aber wir brauchen erstmal die Identifizierungsschriftrolle, damit sie das lernen kann. Die kriegt sie auch noch an. Und dann lesen wir mal den Brief. Transig, es beunruhigt mich, dass sich Mollahey seit einiger Zeit nicht mit uns in Verbindung gesetzt hat. Ihr habt den Auftrag, zu den Minen zu gehen und den Stand seiner Operation zu überprüfen. Ah, okay, das könnte er in der einen Woche gemacht haben, wo wir unterwegs waren. Er hat erstmal gewartet, ist dann zu den Minen und jetzt wieder zurück. Darüber hinaus sollt ihr alles Eisen, das unter Umständen von den Kobolden gestohlen wurde, wieder einsammeln. Unser nächster Überfall ist sehr wahrscheinlich gegen Peltvale oder Larswood gerichtet, also besucht einer dieser beiden Gegenden und zeigt uns, wie wir dort zu unserem Lager zurückkommen. Wie wir von dort zu unserem Lager zurückkommen, Tatsok. Huh. Also der Magier, den wir gerade umgebracht haben, weiß, wo das Hauptbanditenlager ist. Und die Banditen aus dem Hauptbanditenlager sind gerade zu einem dieser beiden Ahnenorte unterwegs. Das heißt, wir sollten jetzt nach Peltvale oder Larswood gehen und gucken, ob wir die Banditen direkt treffen, die dann überfallen und versuchen rauszufinden, wo das Hauptlager ist. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Hat er hier noch irgendwas, was man mitgehen lassen könnte? Und was macht der dicke Mann da? Genau, kusch, kusch. Wir wollen hier ein Zimmer auseinandernehmen. So, auf dem Schreibtisch liegt nichts. Im Nachttisch ist was. Gucken wir mal. Na, ist leer. Na toll. Na gut. Immun schaut sich mal kurz in den anderen Räumen um. Da ist der dicke Mann gerade rein, oder? Nee. Lalala. Auch nichts drin. Dafür, dass das so extravagant hier aussieht, ist es aber nicht gerade sehr gut bestückt alles. Oh, hallo. Es gibt noch andere Zimmer für euch, wenn ich bitten darf. Ich habe für meines Volles bezahlt und brauche kaum jemanden, der das andere Bett belegt.
Ja, nee, Entschuldigung. Was willst du? Das ist mein Zimmer und ich will keine Besucher. Du stehst im Flur. Aber gut. Noch ein Riesenschreibtisch. So einen großen hätte ich auch gern. Und da sieht er uns. Ah, verschlossen. Das verheißt Gutes. Vier Schwerter. Naja, läppert sich auch. Und wie wir gesehen haben, wir brauchen wirklich... Oh. Jemand hat euch bemerkt. Ihr hört, wie die Wachen gerufen wird. Nein. Verstecken im Schatten? Nee. Na gut. Unsichtbarkeitstrank. Ihr dort, bleibt stehen. Ihr steht unter dem Verdacht, Räuber zu sein. Ihr seid verhaftet. Ich vertrete die flammende Faust und das rechte Großherzöge. Na gut. Wir können sie bestechen, wir können sie mit Meer bestechen oder wir können sie einfach verprügeln. Verprügeln ist keine Option, weil das sind Gesetzeshüter und wir halten uns ja eigentlich ans Gesetz. Nur Immun treibt manchmal ihr Unwesen. Also gut, geben wir ihnen 200 Goldmünzen. Beleidigt uns nicht mit Bestechungsgeldern. Oh oh. Okay, das ist nicht gut. Na komm, Immun, weg da. Weg, 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 weg. So. Jetzt müssen wir die Wache angreifen. Das ist natürlich scheiße. Gehen wir kurz die Schwerter weg, damit sie wieder bewegen kann. Ach ja, das wird Gerogon gar nicht freuen. So, Immun soll es immer noch weggehen. Ich bin das Gesetz. Außerordentlich viel versprechen. Ja, außerordentlich viel versprechen, einen Wachen töten, ne? Na gut. Schwert. Na, bisher sieht der Kampf aber ganz gut aus. Nee, der wäre bestimmt nicht stolz, dass wir Wachen umbringen. Dafür kriegt Immun richtig eins auf die Finger. Keiner trifft. Na also. Was stand da gerade? Der Ruf der Gruppe hat sich verschlechtert um 8. Nee, das geht gar nicht. Da muss ich laden. So ist das echt nicht gedacht. Und wo war das? Hier oben, ne? Okay, also, nochmal das Ganze. Wir haben gerade den Magier niedergeschlagen und Immun sieht sich jetzt nicht um, weil Gerogon sie böse anguckt. So, raus hier. Also, wir müssen nach Larswood oder Pendlesvale, so ähnlich. Die kennen wir aber noch gar nicht, die Gebiete. Oder haben wir jetzt eine ungefähre Ahnung, wo die sind? Ne, nix an Räuberlager? Okay, also in den Notizen steht wohl drin, dass es ungefähr nordöstlich vom Freundlichen Arm sein soll. Na gut, reisen wir erstmal zum Freundlichen Arm. Da müssen wir eh noch die Weinflasche abgeben. Da rase ich aber kurz im Zeitraffer hoch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich vor der Halbling-Dame stehe. Oder Zwerg oder Gnom. Halt das kleine Ding da. Ah, mein Wein. Hier habt ihr eure 75 Goldmünzen. Und danke, dass ihr die Spinnen vernichtet habt. Ja, gern geschehen. Auch wenn es ein wenig länger gedauert hat mit dem Wein. Ja. Na gut, das hätten wir auch erledigt. Jetzt geht's wieder im Zeitraffer hier den Turm runter. Und dann müssen wir gucken. Verlassen wir die Stadt am besten östlich. Und dann müssten wir da hinkommen. Ja, bis gleich.